Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Let's Play Space Engineers. Wobei zurück in diesem Fall eher relativ ist, da wir jetzt quasi unsere erste Season, wo wir Space Engineers gespielt haben, die ja schon eine Weile zurückliegt, schon länger abgeschlossen haben. Und das Spiel hat sich in der Zwischenzeit ein ganzes Stück weiterentwickelt. Ich meine, mich noch daran zu erinnern, dass diese Zahl hier mal zweistellig war, als ich das letzte Mal gespielt habe. Also irgendwie Release 1.0.60, 80, irgendwie sowas in der Ecke. Also da ist jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen. Ich glaube so ein, zwei Jahre auf jeden Fall waren es. Also ungefähr. Das Spiel hat sich in der Zwischenzeit ziemlich weiterentwickelt. Es ist vieles dazugekommen, sehr, sehr vieles. Ich habe es mir nicht genau angeguckt, aber wenn ich jetzt einmal durchscrollen würde groß, ja, wenn man ganzen Fixes weglässt, da ist schon ordentlich was passiert und man sieht halt auch, der Output war relativ konstant tatsächlich. Eigentlich immer eine Woche Abstand und dann kam meistens noch ein Hotfix. Also sie haben es halt relativ zuverlässig geschafft, über einen langen Zeitraum wirklich jede Woche mindestens ein Update zu liefern. Und es gibt mittlerweile zum Beispiel auch eine Kampagne. Es gibt halt noch, wie früher auch, den Survival-Modus und den Creative-Modus. So wie das bei Minecraft ja auch ist. Creative kannst du machen, was du willst. Und Survival musst du erstmal überleben und danach kannst du machen, was du willst. Und da ich nicht genau weiß, wie ich jetzt am besten wieder in das Spiel reinkomme, weil es im Endeffekt jetzt sowieso alles neu sein wird, wenn ich jetzt so lange nicht gespielt habe, habe ich mir jetzt überlegt, ob ich mir vielleicht einfach mal die Kampagne angucke. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht genau. Oder was man da genau tun muss. Oder wie tutorialmäßig das ist. Keine Ahnung, vielleicht kommt man damit gut rein. Wenn nicht, dann fangen wir entweder eine Survival oder eben Creative Map an. Es gibt mittlerweile auch Planeten, glaube ich. Also man ist nicht mehr nur im Weltraum. Das ist schon ein bisschen, fast ein bisschen gruselig. Aber gut. Es ist gut eskaliert. Mittlerweile ist das Spiel auch in der Beta. Früher, also das letzte Mal, als ich das gespielt habe, war es, glaube ich, noch in der Alpha. Und wie gesagt, die Weiterentwicklung kann sich ganz gut sehen lassen. Vor allem dafür, dass es ein Early Access Spiel ist. Es gibt mittlerweile hier auch eine Deluxe-Version. Da ist irgendwie dann der erste, also der allererste Bild von Space Engineers, irgendwie von 2013 bei. Der Original-Soundtrack und dann noch irgendwie so ein tolles Badge für den Online-Modus, glaube ich, aber ja. Kostet 10 Euro, glaube ich. Das Spiel an sich hat irgendwie damals ja auch irgendwie 15 Euro oder sowas in der Ecke gekostet, glaube ich. Ja. Genug der Worte. Ich würde sagen, wir fangen hier mal eine Kampagne an. Warum kann ich da nichts auswählen? Gucken wir mal. Mission Brief. Investigate potential conflict orbital stations. Station belonging to the corporation results oriented. Was? Okay. Whatever. Es ist auf jeden Fall eine Forscherstation. Oder Firma vielmehr. Und man möchte den Weltraum erforschen. Und der tolle Besitzer davon heißt Markus. Oder Markus. Markus! Ja. Mal gucken, was passiert. Hoffentlich bleibt das Spiel nicht hängen. Aha. Mission 1. Vertrag. Oder Contract. Sehr gespannt. Mittlerweile gibt es ja auch Sauerstoff und sowas. Muss richtig aufpassen, dass man nicht drauf geht aus Versehen. Irgendwie konnte man vorher im Survival-Modus in erster Linie dadurch sterben, dass man dumm war. Jetzt kann man auch sterben, wenn man nicht richtig aufpasst. Also wenn man quasi ein bisschen nicht aufpasst. Wobei irgendwie auf den Sauerstoff achten ist schon irgendwie doch eine Kernaufgabe in dem Moment. Aber okay. Wie dem auch sei. Ein Planet. Virtual Engineer Assistant activated. Started the cryo chambers thawing procedure. Okay. Eine Kryo, also eine Kryokammer könnte man sagen. Weiß nicht, ob man das noch besser auf übersetzen kann. Okay, wir haben Lebenspunkte, wir haben Sauerstoff, wir haben Strom und wir haben Wasserstoff.
Ja, okay. Dann haben wir unten unsere Inventarleiste. Rechts wahrscheinlich Gewicht des Schiffes. Keine Ahnung, was es damit alles auf sich hat. Das war früher einfacher. Früher hatte man unten eine Leiste und dann war man fertig damit. Aber ich glaube, da hat man auch die Lebenspunkte nicht gesehen. So, wir gehen raus. Please go to the ship bridge for briefing. Okay, es ist eher so tutorialmäßig. Das ist gar nicht schlecht. So, das heißt, mit F können wir Türen öffnen und schließen. Haben wir unseren Anzug gerade eigentlich an? Okay, wir haben aber auf jeden Fall schon mal Gravitation. Das sieht aber irgendwie nicht so gut aus. Das sieht ein bisschen undicht aus. Aber gut, ich gehe mal davon aus, wir haben unseren Anzug an. Sonst wäre das jetzt schlecht. Was haben wir hier so? Achso, das war für Lebenspunkte, glaube ich. Zugriff verweigert. Hm. Okay. Was bist du hier? Auch Zugriff verweigert. Was gibt's hier sonst noch so? Hallo? Ach, das ist eine Glasscheibe. Das hat aber jemand gut geputzt. Naja, okay. Vielleicht auch nicht. Wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass man doch ein bisschen sehr viel Dreck sieht an der Scheibe. Okay. Damit die Scheibe nicht ganz so getarnt ist. Aha, guten Tag. Docking to station is in progress. Ich bin sehr gespannt. Prepare to disembark and commence station investigation. Go to the airlock located on the lower deck. Okay. Was kann ich denn hier machen? Das ist ja fancy. Quasi Rollladen. Gepanzerte Rollladen. Also Rollläden. Rouladen? genau. Die war doch hier, oder nicht? Ah, Moment. Haha. Hier war eine Tür, ne? Genau. Ja, steht auch drüber. Könnte man drauf kommen. Na, guck mal, hier sind die blau. Hier vorne waren die grau. Da. Die sind grau, die sind blau. Wichtiges Design-Element. Die Türen sind für mich irgendwie ein bisschen gruselig. Aber okay, macht Sinn. Das ist ein... War das ein Kraftwerk oder war das Ding für die Gravitation zuständig? Ich weiß es nicht mehr genau. Eins von beiden. Das ist ein Dockingport, ein großer. Engineer, remember to breathe oxygen. Oxygen is essential to astronaut performance. Das kann ich mir denken. Use the starboard button panel to dispense a new oxygen bottle. Ja, das sollte ich mitnehmen. Das ist wichtig. Warning, movement outside of pressurized environment without helmet is not recommended. Okay, wir setzen unseren Helm auf. Ich habe J gedrückt, das ist nichts passiert. Okay. Open the hangar doors with a port button panel. Okay. Proceed with caution. Falling off the station will result in a negative engineer performance report. Okay. Ist aber ein bisschen komisches Docking hier. The station is reporting heavy damage to the systems. Was ist das hier eigentlich? Das ist hier alles offen. Wieso kriege ich hier überhaupt keinen roten Teppich? Okay, ich habe hier nur noch 98% Sauerstoff. Ich sollte mich vielleicht beeilen. Simulation indicate only a 2% chance. Okay, wenn ich jetzt, ich war zu langsam gelesen, aber es scheint so, als wäre die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das ein Zufall war oder dass ein Unfall war, so ungefähr bei 2%. Das ist eher weniger gut. Ship autopilot engaged, moving to safe distance. Station designs indicate the command center should be on the upper floor. Habe ich irgendwie eine Waffe? Nee, oder? Ich bin aber ein bisschen misstrauisch gerade. Die Grafik hat sich aber auch ordentlich geändert. Ja, doch, sie haben das... Okay, sie haben doch einiges geändert. Warum leuchtet das hier alles rot? Was leuchtet hier rot? Du leuchtest rot, kann das sein? Ja, du leuchtest rot, okay. Das ist ein ganz anderes Feeling hier mit der neuen... Also mit dieser anderen Grafik. Warte mal, G-Kräfte haben wir hier. Okay, gut. Hätte man hier einfach mal rüberschweben können. Allerdings finde ich so ein G...
Normalerweise wäre es ja so ungefähr eine Atmosphäre, also das, was man auf der Erde auch hat. Fühlt sich eher nicht so an. Aber gut. Fühlt sich so an, als wäre die Schwerkraft etwas schwächer. Kann ich hier einsteigen? Ich glaube, wenn ich wüsste, welche Tasten... Also ich möchte eigentlich gar keine Tasten ausprobieren, die ich nicht kenne. Weil... ich weiß nicht. Hinterher setze ich den Helm ab und bin tot. Das möchte ich vermeiden. The Command Center. Da oben. Get to the Command Center. C to Griech halt. Ne? Genau. C to Press, C to Griech. Man kennt es. Was schiebt da hinten eigentlich? Ist das das Schiff? Nee, oder? Das ist doch eine andere Station. Ja, ich würde sagen, so große orangene oder gelb-orangene Ausrufezeichen mit dem Dreieck drumherum sind meistens kein gutes Zeichen. Mayor Herbreach detected. Ja, okay. Station Safeguards und Doors to open. Mhm. Investigate the nearby button panels to attempt closing the ceiling blast doors. Ja, was soll ich? Ach, da. Ich würde auch sagen, das ist nicht so gesund. Wenn da so Löcher drin sind, das ist meistens kein gutes Zeichen. Hauptsache, wir haben Schwerkraft. Oh, hier liegt jemand totes in der Ecke. Hm. Oh, der ist aber schon länger hier. Hat dieses Spiel eine USK-Einstufung? Hm. Tür. Blaster. Ja, okay, ich könnte das jetzt bestimmt programmieren, aber irgendwie möchte ich da nichts dran ändern. Blast doors are closing. Ach, da unten in der, also unten unter der Dingsleiste steht auch, dass wir gerade keinen Sauerstoff haben im Moment. Aha, jetzt haben wir ein bisschen Sauerstoff. Er sagt auch hier, ja, wir sind gerade dabei, ein bisschen Sauerstoff hier reinzupumpen, okay. Hi, okay, ab 85% ist Hi und dann... Okay, könnte ich jetzt meinen Helm absetzen? Macht das Sinn? Verbrauche ich jetzt trotzdem noch Sauerstoff, auch wenn außerhalb Sauerstoff ist? Hm. Wo sehe ich das jetzt eigentlich, dass ich meinen Helm auf habe? Ah, okay, links bei J. Ah, auf X steht auch das Jetpack. Okay. Was? Wieso? Wieso habe ich jetzt keinen Strom mehr? Okay, ich mach mal lieber besser zu, sonst passiert hier gleich noch was Dummes. Oh. Toll. Es brennt. This door is damaged. You can fix it using this... Aha, okay. Wir haben den Krempel... Okay, wir haben den Krempel rumliegen. Moment, wir laden mal kurz auf, würde ich sagen. Number 5 is alive, okay, ja. Hallo? Ah, gedrückt lassen. Ah, ja, 33, 100%. Ja, sehr gut. Das haben wir jetzt schon mal und jetzt müssen wir hier Krempel aufsammeln. Computer? Schweißgerät? Oh, mittlerweile auch auf Deutsch, auch wenn die Texte alle nicht auf Deutsch sind. Herstellungskomponente? Anzeige? Und? Motoren, okay. Ha, Schweißbrenner, jawohl! So, dann würde ich sagen, haben wir es repariert. Voll geil. Continue to the command center located nearby. Obwohl, wir haben jetzt hier Sauerstoff. So ist jetzt nicht, ne? Ich glaube, dann lasse ich den Helm mal auf, dann spare ich ein bisschen Sauerstoff für den Fall, dass wir es brauchen. Engineer, your ship has been critically... Oh, was? Mission terminated. Quickest... Oh, okay. Hm. Ja, ich glaube, wir sollten uns aus dem Wege machen. Also, es scheint jetzt nicht so gut zu laufen. Im Moment. Und wir werden hier beschossen. Also die Station wird beschossen. Das heißt, ich setze meinen Helm mal besser wieder auf, bevor wir gleich ein leichtes Sauerstoffproblem kriegen. Wer ballert da? Ah! Um Gottes Willen!
Was war das? Okay. Wo muss ich? Da muss ich hin. Wer oder was schießt mich hier? Was ist hier los? Mach die Tür zu. Guck mal, jetzt haben wir nämlich keinen Sauerstoff mehr. Ha, wie gut, dass ich meinen Helm wieder zugemacht habe. Und warum werden wir hier beschossen? Okay. Ich habe nur meinen Schweißbrenner in der Hand. Verdammt. Okay. Wer oder was oder warum ist das oder war das? Wir haben auch noch 70% Lebenspunkte. Hier brennt alles. Ja, das ist eine Sauerstoffleitung. Die sollte nicht brennen. Das ist nicht gut. Warum gibt es ja eigentlich noch eine Rettungskapsel, wenn der eine Typ gestorben ist? Verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Aber gut, umso besser für uns. Enter the sea to evacuate the station. Jetzt so, plöpp, irgendwas geht kaputt. Wir sind trotzdem tot. Schade. Ja. Jetzt kommt unser Schiff doch bestimmt und sammelt uns ein, oder? The harder they fall. Okay. Oh, irgendwer unbekannt, das hat die Station zerstört. Engineer Ship destroyed? Was? Wie? Nein. Das ist nicht gut. Ich möchte mein Schiff behalten. Ich hätte es gerne behalten. Ach so, das war schon Mission 1. Das ging ja schnell. Extraction Site. Also haben wir jetzt gar kein Schiff mehr und müssen jetzt mit diesem Escape Pod, also diesem der Rettungskapsel fliehen, oder wie? Die Texte waren leider ein bisschen schnell für mich. Das war jetzt ein bisschen schade. Aber gut, jetzt gucken wir. Was soll schon passieren? Welt Mission 2. Okay. Explorer 2 von 6. Okay. Moon Landing complete. Scanning. Ja, wir sitzen in der Rettungskapsel und... Ja, das war blöd. Detected local energy signature. It appears to be an additional ROS facility, but I have no official records of its existence. Investigation recommended additional information could be contained within that may shed light on the conflict. Ach so. If it's backup oxygen and hydrogen. Okay, wir können ein bisschen Dings mitnehmen. Wohl. Ja. Wir sollten Dings mit... Ja, hier. Ah, genau. Ja, das nehmen wir mal. Wenn das da liegt, sollte ich das wohl mitnehmen. ich habe zwar keine Ahnung, wie ich Waffen ausrüste, aber es ist schon kein gutes Zeichen, wenn da... Ne? Waffen drin liegen. Okay, wir haben überraschenderweise keinen Sauerstoff. Guck mal, da kann man richtig mit beschleunigen mit dem Jetpack. Und Gott sei Dank stirbt man nicht, wenn man dann abrupt bremst. Ja. Genau. Ah, schön. Warte mal, wir können ja mal ein bisschen Jetpack fliegen. Wahrscheinlich, genau, das verbraucht Wasserstoff. Aber mein Gott, was glaubst du, wie lange ich sonst laufe? Das ist wahrscheinlich gar nicht so effizient. Ich sollte... Uah, nein! Aua! Ich wollte bremsen, das hatte ich geil. Also ich wollte bremsen und hatte das Jetpack ausgemacht, habe gedacht, das reicht. Nehmen wir mich selbst. Es reicht nicht. Ups. Das ist wohl O. Ich weiß nicht, was das Icon da unten soll. Aber okay. Ja, steig ein. Durch die offene Tür. Explore the base, find a way deeper into the facility. Ich würde sagen, wir machen die Tür sicherheitshalber mal zu. Obwohl wir hier wahrscheinlich eh keinen Sauerstoff haben. Go to the control tower. Ja. Last activity logged. Oh, vor 79 Tagen. Aber so Glasgänge hier haben schon was, ne? Also sehen ganz schön aus. Alle Scheiben sind so ein bisschen dreckig, damit man sieht, dass welche da sind. Schön.
Live-Support, das erscheint mir wichtig zu sein. Ich guck mal beim Live-Support. Mach mal wieder die Tür zu. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich hier eine Waffe ziehe oder so. Ich habe zwar welche mitgenommen, aber ich habe keine Ahnung. Aber das wird wahrscheinlich dann kommen. Hoffe ich. Bisschen Energieschnorren. Hallo? Müsste jetzt nicht... Entweder Energie oder Lebensenergie sollte doch jetzt irgendwie mal steigen, oder nicht? Nein. Schade. Auch gut. Was bist du hier? Oder bist du hier eine... Das ist doch auch eine Ladestation. Das sind doch beides Ladestationen, aber die haben wahrscheinlich keinen Saft. Oder funktionieren aus anderen Gründen nicht. Oder sie sollen nicht funktionieren. Oder ich bin zu blöd. Und sollte vielleicht F drücken. Hm, vielleicht liegt es auch daran. Okay, Volumen. Ah, wir haben noch ein... Warte mal, Sauerstoff, Sauerstoff. Ach komm, weißt du was? Ich nehme alles mit. Ah, guck an. Noch mehr Waffen. Sturmgewehr. Aha. Präzises Sturmgewehr. Ach du ahnst es nicht. Okay, die sind aber alle leer. Ich glaube... Mehr kann ich nicht mitnehmen? Offenbar. Das Volumen ist zwar noch nicht erreicht, aber wahrscheinlich die Masse. Ich meine, wenn ich jetzt 800 Kilo mit mir rumtrage, das wäre gut, wenn ich jetzt nicht so viel Schwerkraft mitkriege. Hm. Ja. Was gibt's hier sonst so? Ach, Kryopods. Ich schätze mal, dass es Kryopods sind. Aha. Ah! War das jetzt gut oder nicht? Also der Kryopod hat jetzt meinen Anzug aufgefüllt. Also alles mal wieder aufgefüllt, bis auf meine Lebenspunkte vielleicht. Aber, das ist ja interessant. Oder das war jetzt Zufall oder keine Ahnung. Was Dummes ist passiert. Laufen wir einfach mal weiter. Sieht auch durchaus etwas erdähnlich aus. Also relativ grün. Allerdings auch viel weiß. Hm. So. Da ist zwar links der Marker, aber was ist hier rechts? Da sehe ich auch schon wieder ein Schiff. Elevator. Ich glaube nicht, dass ich den brauche. Ich müsste ja da oben in den Turm. Control Tower. Da links ist noch irgendein anderer Bunker. Und dass ich so viele Waffen gefunden habe, finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Okay. Cohen Crew 0. Ja, das ist nicht so viel. Aber der Life Support funktioniert noch. Das ist ja schön. Ja, das merke ich gerade auch nicht. Aber okay. Dann ist ja gut. Was passiert jetzt? Ah, der Raketenhangar wird geöffnet. Und nun? Der macht irgendwas Peng. Jede Wette. The main shaft is now accessible. I wonder why it goes so deep. Aha, ja, jetzt müssen wir zum Aufzug. Okay. Was gibt's hier so? Gar nichts. Zumindest nicht für mich. Da habe ich keinen Zugriff drauf. Schade. Guck mal, eigentlich kann ich hier auch die Treppen so abkürzen. Vielleicht bleibe ich dann aber auch auf dem Geländer stehen und sieht ziemlich dämlich aus. Uha. Ja, vielleicht sollte ich das mit dem Jetpack in Gebäuden lassen. Das tut nur weh. Knallt man nur irgendwo gegen. So. Sesam, schließe dich. Vor allem, das ist auch so, du machst die Tür zu und die Tür will dich einklemmen. Okay. Ach, so eine Reichweite. Ach so. Nein. Was soll das? Der Aufzug ist so schnell runtergefahren. Okay, vielleicht bleibe ich einfach in der Kapsel hier stehen. Der Aufzug ist so schnell runtergefahren, dass ich quasi aufgrund der fehlenden Schwerkraft und der Masseträgheit nach oben geknallt bin. Okay. Frag mich, was dieses... Ach, ich wollte gerade sagen, das ist P da auf der rechten Seite neben dem Satelliten und dem Auszeichen. Was macht wohl das Y? An und aus? Das ist bestimmt für Fahrzeuge. Hoffe ich. Wer weiß. Ich will es nicht ausprobieren. Ich glaube, eine Parkbremse macht zum Beispiel auch wenig Sinn für einen Anzug. Aber gut.
Okay, gespeichert, das ist auch immer... Also ich bin immer misstrauisch. Auf der einen Seite denke ich, gut, dass es Speicherpunkte gibt, weil wenn man dann stirbt, dann muss man nicht alles wieder von vorne machen, aber... Ach, guck an, das hat jetzt meine Lebenspunkte geheilt. Interessant. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, es wird irgendeinen Grund dafür geben, dass man eventuell draufgehen könnte. Ach, das ist nur eine Lampe. Okay. Was seid ihr hier so? Also das sind irgendwelche Storage-Container, denke ich mal. Was bist du hier? Aha, okay. Automated Defense Drone. Sehr. Okay. Das sind Verteidigungsdrohnen. Okay. Die sind aber momentan aus. Ist vielleicht auch besser so, wenn ich daneben stehe. Ja. Ach so. Wir können das Licht an- und ausmachen. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn, das auszumachen. Was gibt's denn hier hinten in der Ecke so? Ist immer schwierig, wenn man dann versucht, den längsten Weg zu gehen in einem Level und dann aus Versehen den kürzesten läuft. ja. Diese Brücke hat's hinter sich. Ah, guck an. Irgendwas zum Abbauen. Ich glaube, wir gucken mal kurz, ob hier was in dem Container liegt, was Interessantes. Ach, das ist ein Lichtbogenofen. Hä? Oder nicht? Achso, das ist der Lichtbogenofen. Ah, genau. Oder auch nicht. Okay, ich habe keine Ahnung. Leer, leer, leer. Kann ich dieses Ding hier einsteigen? Ist das bemannt? Ist wahrscheinlich nicht bemannt. Okay. Hätte ja sein können. Also, Bahn-Bahn-Bar vielmehr. Bemannt an sich wohl kaum, wenn hier niemand mehr rumläuft. Aber auf jeden Fall wurde hier Zeug abgebaut. Ah, Sprengstoff. Ja, den nehmen wir mal mit. Der kann ja sicherlich nicht schaden. Zumindest mir nicht. Hoffentlich. Gucken wir mal. Das sieht hier wiederum nicht so gut aus. Ach komm, ganz ehrlich. Ich habe so viel Wasserstoff dabei. Mal mit dem Jetpack hier durchbollern. Oh, das ist ein, das ist aber jetzt ein Reaktor. Glaube ich. Keine Ahnung. Wo wollte ich jetzt hinfliegen? Hm, fliegen wir mal hierher. Das scheint in die Richtung zu gehen. So. Excavation Site. Ja, man könnte denken, dass man daher muss. Aber man könnte auch denken, dass man das nicht muss. Das wäre dann aber falsch. Irgendwie hat das so ein bisschen was von Red Faction tatsächlich. Also von dem zweiten Teil hier, Armageddon. Das war am Anfang ja auch in solchen Höhlen. So wirkt das irgendwie auf mich. Ich hoffe aber nicht, dass hier genauso viele Viecher rumlaufen. Das wäre uncool. Ach so. Ah, hier kann ich die Spielerfarbe und sowas ändern. Lauter so nützliche Sachen. Hä? Hä, wieso habe ich jetzt... Nein, wie bin ich jetzt in die Third-Person-View gekommen? Ach nee. Aha. F scheint standardmäßig Third-Person-View zu sein. Okay, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, wo man das wieder zurückstellt. Das geht ja gar nicht. Steuerung allgemein... Ja, das ist jetzt nicht so hilfreich, Leute. Ranscrollen ist es ja auch nicht. Es wird immer weiter weg. Okay. Es ist, also F ist zurück. Hm, was macht denn O? Ich habe keine Ahnung, was O macht. Hm. Shit. Es muss doch irgendeinen Trick geben, wenn man wieder zurückkommt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich fühle mich gerade etwas dämlich. Steuerung. Und hier steht dann irgendwie gar nichts. Ach so. Ach, man muss da durchwechseln. Okay. Ja. Okay. Warte mal. Warte mal.
Mausempfindlichkeit so, die ist das. Tralala. Navigation. Ah, Umschalt links. Sprinten. Nach oben rotieren, nach unten rotieren. Werkzeuge und Waffen. Okay, linke Maustaste. Das macht Sinn. Also für Waffen, okay. Rücktaste Selbstmord, das ist nämlich ein Grund, warum ich das nicht ausprobieren wollte. Ah, Ego Third Person ist auf V. Ach so, okay, das macht Sinn. Ja. Oder was heißt, das macht Sinn? Das ist dann offenbar so. The projector is displaying a scan of some kind of artifact. They must have excavated it from here. Oh man, der Text geht aber auch echt ein bisschen schnell. Oder ich lese einfach nur langsam, das kann auch sein. Oh, lass mich raten, die Drohne springt an. Nein! Das ist nicht gut. Drone has been activated. Nein! Shit! Warte, wo ist das Inventar? Ja, komm, lass mich doch die Waffe nehmen. Mensch. Oh, okay, ich muss noch mal kurz die Steuerung nachgucken. Der Teil mit dem Waffe ziehen, der steht natürlich nicht dabei. Es steht Waffe benutzen. Ja. Achso, Waffe aus dem Slot ziehen jeweils. Ah, Waffe liegt auf Slot 1. Ah. Jetzt habe ich nur noch 62 Lebenspunkte. Nein! Stirb! Mensch! Oh, nee. Friss ich erstmal richtig, so. Bisschen Defense, bisschen Deckung, ja. Nein, hallo? Was geht denn hier ab? What the fuck? What the fuck just happened? Okay, alles klar. Das war unerwartet. Okay, ich würde sagen, wir machen hier kurz Pause. Und dann machen wir beim nächsten Versuch nochmal weiter. Also beim nächsten Mal. Bis dahin.